FAF du Plessis löste Virat Kohli als RCB-Kapitän vor der IPL 2022 ab. Die Royal Challengers Bangalore, RCB, haben FAF du Plessis vor dem Start der Indian Premier League, IPL, 2022 am Samstag zu ihrem neuen Kapitän ernannt. RCB hatte den ehemaligen Hit der Chennai Super Kings, CSK, für insgesamt 7 Rupien Crore eingepfercht. 70 Millionen INR, bei der Mega-Auktion IPL 2022 im letzten Monat. Du Plessis wird Virat Kohli als neuer Kapitän der Royal Challengers Bangalore ersetzen. Kohli trat nach Abschluss der IPL 2021 im vergangenen Jahr als Kapitän des Teams zurück. Es wurde jedoch spekuliert, dass der RCB seinen Rücktritt als Kapitän noch nicht akzeptieren und ihn dazu zu überreden könnte, wieder eine Führungsrolle für das Team zu übernehmen. Die Ernennung von Du Plessis beendete jedoch Spekulationen über Kohlis Rückkehr als Kapitän. Du Plessis hat im Rennen um den neuen Kapitän des Teams nach Kohlis Entscheidung, zurückzutreten, Größen wie Glenn Maxwell und Dinesh Kartik gewonnen. Du Plessis wird zum ersten Mal ein Team in der indischen Premier League anführen, obwohl er seit mehreren Jahren Teil der Liga ist. Der ehemalige südafrikanische Kapitän verfügt jedoch über umfangreiche Kapitänserfahrung im internationalen Cricket. Er regierte das Land mit 81 Siegen in 115 Länderspielen. Er trat im Februar 2020 vom südafrikanischen Kapitänsposten zurück, bevor er sich vom internationalen Cricket zurückzog. Du Plessis hat das IPL dreimal mit CSK gewonnen und seine Erfahrung wird RCB zugutekommen, die immer noch auf der Suche nach ihrem ersten IPL-Titel sind. RCB wird seine IPL 2022-Kampagne gegen die Punjab Kings am 27. März eröffnen. Sie sind zusammen mit CSK, Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings und Gujarat Titans Teil der Gruppe B.